Stochastik ist der Oberbegriff für Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Statistik befasst sich tendenziell eher mit dem Sammeln von Daten. Also sprich, Sie machen eine Umfrage und schauen, wie viel Prozent der Bevölkerung sind größer als 1,45 Meter. Sie werden bestimmte Daten rauskriegen und im Normalfall sehr viele Daten, also Zehntausende oder Tausende zumindest. Und die möchten Sie natürlich in bestimmte Schemen pressen. Und die Frage, wie kann man jetzt vernünftige Ideen da rauskriegen aus diesem Sammelsurium von unendlich vielen Daten, das ist eher Thema der Statistik. Die Wahrscheinlichkeit geht Wahrscheinlichkeitsrechnung, die geht tendenziell eher davon aus, dass ich schon eine bestimmte Wahrscheinlichkeit habe. Ich weiß also schon, eine Person ist mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent größer als 1,45 Meter und mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel kleiner als 1,45 Meter. Ich habe also schon die bestimmten Wahrscheinlichkeiten und möchte jetzt irgendwelche weiteren Sachen damit machen. Zum Beispiel, ich packe 44 Leute in einen Bus und mit welcher Wahrscheinlichkeit sind sie alle kleiner als 1,45 Meter? Zum Beispiel sowas. Oder ich nehme einen Esel und einen Würfel und würfel mit dem Würfel und sage, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich den 4 gewürfelt und der Esel hat sich gleichzeitig auf die Hinterbeine gestellt. Das sind also wieder kompliziertere Fragen, die sich eher in den Bereich der Wahrscheinlichkeit einfügen. Wie gesagt, die Grenzen sind sehr fließend. Also es gibt einige Bereiche, zum Beispiel die Kombinatorik, um noch einen tollen Fachbegriff anzuführen. Die ist eigentlich in beiden Bereichen zu finden. Was kann man zur Statistik oder Stochastik besser gesagt sagen? Üblicherweise ist man es gewohnt, dass man in den meisten Mathebereichen bestimmte Schemen hat. Also wenn ich zum Beispiel Hoch-Tiefpunkte bei einer Funktion berechnen will, habe ich ein Schema. Ich mache die erste Ableitung setze ich 0, die x-Werte sind Hoch- oder Tiefpunkte. Bei der Stochastik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung allgemein, ist das nicht so richtig der Fall. Ich schätze mal, die Hälfte ungefähr der Aufgaben kann man nach Schema angehen, die andere Hälfte werden Sie kaum Schema haben. Das heißt, selbst wenn Sie irgendwann mal guter Mathematiker sind und Dr. Prof. der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wird es trotzdem sein, dass wenn Sie eine einfache Aufgabe haben, Sie sich erstmal hinstellen müssen und überlegen, was passiert da überhaupt. Und die Frage, was passiert, bedeutet natürlich auch immer, ich muss ungefähr schon wissen, was gibt es alles in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und ja, das ist natürlich klar, wir haben damit so eine Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Ich brauche, um in der Wahrscheinlichkeit halbwegs gut zu sein, brauche ich schon Basiswissen. Ich muss wissen, was gibt es alles ungefähr. Und das bereitet natürlich den Leuten, die mit Wahrscheinlichkeitsrechnung anfangen, logischerweise Probleme. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Normalfall ist es so, dass den meisten Leuten die Wahrscheinlichkeitsrechnung so im ersten halben Jahr, wo sie sich damit beschäftigen, sehr wenig gefällt. Sollten Sie also zu diesen Leuten gehören, denen Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht gefällt, kämpfen Sie sich durch. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Wenn Sie Glück haben, macht es eines Tages Klick, am besten noch vor Ihrer Prüfung, und Sie finden Wahrscheinlichkeitsrechnung plötzlich ziemlich einfach. Wenn Sie Pech haben, macht es nicht Klick, dann wünsche ich Ihnen viel Glück.